Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast, Folge 100. Unglaublich. Und ich habe ein Geständnis für dich, also bleib dran. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. 100 Folgen Mediale Energetik Podcast. Das bedeutet, dass ich jetzt bald 2 Jahre lang, also man darf gar nicht nachdenken, bald 2 Jahre lang jede Woche 2 Videos auf YouTube veröffentliche. Manchmal auch mehr, wenn ein Astro-Video dazukommt. Und zu dieser 100. Folge habe ich mir gedacht, es ist Zeit, Geständnisse abzulegen, beziehungsweise mein Geständnis abzulegen, wie ich jetzt so zurückblicke. Denn wir haben nicht nur 100 Folgen Mediale Energetik Podcast, sondern wir haben auch genau jetzt 20 Jahre Mediale Energetik bzw. 20 Jahre Selbstständigkeit. Ich bin genau 20 Jahre selbstständig, hauptberuflich als Energetiker in Österreich. Das ist ja ein freies Gewerbe, das heißt so diese Hilfestellung zum energetischen Ausgleich, so dieser Gewerbeschein ist ja ein freies Gewerbe. Und wie ich begonnen habe, gab es ja da noch weniger Struktur bei der ganzen Geschichte. Und wie bei jedem freien Gewerbe, auch bei Fotografie, du kannst ja mal schauen, wie viel freie Gewerbe es gibt, kann man sich quasi da einfach den Gewerbeschein lösen und dann tätig werden. Das heißt, es wird kein Nachweis nötig sein, welche Qualifikationen du hast, welche Ausbildungen du hast, was du vorher gemacht hast. Und deshalb ist natürlich die reine Bezeichnung Energetiker, Energetikerin, ein sehr bunter Sammelbegriff und auch ein sehr bunter Begriff von Techniken, die immer wieder versuchen, sich zu anderen Branchen abzugrenzen, sei es jetzt natürlich zur Schulmedizin, Heilmassage und so weiter und so fort. Und in diesem freien Gewerbe tummeln sich natürlich auch ganz, ganz viele exotischere Ansichten, nennen wir es mal so. Deshalb kannst du meines Erachtens nach nicht sagen, ja, ich glaube jetzt gar nicht an Energetik oder das ist der volle Quatsch, sondern es kommt wirklich darauf an, zu wem gehe ich und wo baue ich Vertrauen auf und wo habe ich das Gefühl, auch gut beraten zu sein, beziehungsweise dass ich auch gut unterstützt werde in meinen Themen. Ich bin ja selber aus der Geschäftsführung gekommen. Ich war ja in der Kinobranche Geschäftsführer, bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit Energetik, habe aber während meiner Kinokarriere quasi nebenbei immer wieder schon Ausbildungen gemacht in diesem Bereich Energetik. Zwar nie mir vorgestellt, ich mache mich damals selbstständig, aber irgendwann bin ich dann draufgekommen, so ein bisschen üben, so nebenher, okay, das Zeug funktioniert bei mir gut. Das heißt, die Techniken, die ich erlernt habe, die funktionieren, wenn ich sie anwende. Und das hat mich dann sehr gefreut. Aber es war mir nicht genug für eine Selbstständigkeit. Deshalb nicht genug, weil ich nicht dahinter schauen konnte. Das heißt, ich wusste zwar, die Technik funktioniert, ich wusste zwar, okay, ich kann mich darauf verlassen, aber ich wollte natürlich schon ein bisschen so dieses Warum dahinter sehen, beziehungsweise ein bisschen einen anderen Rückhalt haben, bevor ich sage, ich fange da jetzt an, mit einer Technik zu arbeiten, die ich aber noch nicht einmal so gut verstehe und biete das dann an, nur weil es funktioniert. Und das war für mich eigentlich so ein großer Schritt meiner Suche und auch meines persönlichen Entwicklungsweges, meiner persönlichen Lehrzeit, sage ich mal, selbst auferlegten Lehrzeit, um eben zu versuchen zu verstehen, wieso funktionieren Techniken, die ich da erlernt habe. Bei Techniken lernst du an einem Wochenendseminar, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, energetische Techniken. Aber die Wirklichkeit dahinter und wofür die stehen, dafür braucht es meiner Meinung nach Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, wenn nicht ein Leben lang. Und so richtig alle Antworten, glaube ich, kann man gar nicht finden, weil das immer wieder diese Energetik ja so ganz stark so diese Mystik streift, ne? Also so dieses esoterisch-mystische. Und da gibt es halt keine leichten Antworten, da gibt es nur eine Beschäftigung mit der Mystik, aber sicher keine Antwort oder keine klare Antwort auf eine Frage, weil halt das Leben, wenn man sagt, das ist ein Geheimnis, natürlich als dieses verstanden wird. Und diese Reise, diese Erfahrungsreise,
hat mich eben zur jüdischen Kabbala gebracht. Ich habe Hebräisch gelernt, ich hab dann noch Astrologie studiert. Und ich habe dann eben wirklich also viele, viele Ausbildungen, Kurse gemacht und mich immer weiter entwickelt, auch in diesen 20 Jahren, bis ich eben sagen kann, okay, ich bin heute an diesem Punkt, wo ich bin. Ich habe YouTube ja auch gestartet, jetzt extremer vor zweieinhalb Jahren oder so circa, eben mit dieser Pandemiewelle oder so ein halbes Jahr in die Pandemie rein, habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt auch mehr hier auf diesem Kanal und stelle eben die Meditationen zur Verfügung, diese Meditationsreihe eben zur Pandemie ist recht gut angekommen und dann habe ich die Körperreisen gestartet und so wächst dieser Kanal jetzt immer mehr heran und ich habe auch eine riesen Freude für dich diese Videos zu produzieren und ich freue mich natürlich auch, wenn du dazuhörst. Ja, also mein Weg war eigentlich geprägt oder ist immer noch mit Weiterbildung und Entwicklung geprägt. Nicht aus dem Grund raus, weil ich sage, da funktioniert was nicht oder ich weiß zu wenig, sondern einfach, weil das so meine Natur ist. Und natürlich bin ich jemand, ich sage mal, ich bin sehr breit aufgestellt von meinen Interessen her, sehr weit gefächert und mir wird auch schnell was langweilig, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da was verstanden. Hackerl drunter. Und das ist das Schöne eben bei der Mystik oder auch dann bei meiner Tätigkeit als Energetiker, wo ich sage, seit 20 Jahren bin ich selbstständig in dem Bereich, seit 27 Jahren, so wahrscheinlich etwas mehr, fast 30 Jahren jetzt schon, beschäftige ich mich intensiv mit dieser Thematik, der Thematik der Lebensenergie, der menschlichen Energie, des menschlichen Energiefeldes. Und es wird nicht langweilig. Das heißt, es ist immer noch faszinierend. Jeder Klient, der hierher kommt zu mir oder wo ich Kontakt aufnehme, ist ein neues Wunderwerk für mich. Natürlich kriegt man Erfahrung in gewissen Themen und weiß, okay, wo kann man was herleiten, wo kann man schauen. Aber letzten Endes ist das immer noch spannend nach so langer Zeit. Und deshalb bin ich eigentlich dankbar, dass ich das wirklich so für mich gemacht habe, diesen Schritt gewagt habe in die Selbstständigkeit. Und es funktioniert, ja, es funktioniert gut für mich und ich habe eine Riesenfreude eigentlich damit, eben in Einzelsitzungen und auch in den Seminaren Leute einfach da zu unterrichten und ein bisschen da reinzuführen, eine Orientierung in diese unsichtbare Welt hineinzugeben. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt angelangt, warum dieses Gewerbe, diese Branche so bunt ist. Ja, und warum es dann auch sehr viel Kritik natürlich auch hagelt in dieser Branche. Der Punkt ist, die Energetikerin, der Energetiker arbeitet mit der unsichtbaren Welt. Naja, und was ist das Thema der unsichtbaren Welt? Es ist halt nicht sichtbar. Und wenn etwas nicht sichtbar ist, das heißt konkret ist, also wir werden jetzt alle nicht diskutieren, habe ich da jetzt fünf Finger an der Hand, wenn ich es jetzt rein vom Biologischen sehe, sage ich, ja, ich habe da meine fünf Finger an der Hand, die kann ich auch benennen und kann das alles genau analysieren. Bei der energetischen Welt schaut es halt anders aus, die ist halt in dem Sinn nicht sichtbar, das heißt, ich brauche etwas für meinen Verstand zuerst und dann auch für meine Intuition, wie ich das Unsichtbare visualisieren kann, wie ich das greifbar machen kann, begreifbar machen kann, sowohl für mich als auch meinen Klienten. Und dafür gibt es dann eben diese Bilderwelten, ja? diese Orientierungssysteme, Chakrensystem, die Aura zum Beispiel, mit denen ich sehr viel arbeite, die ich ja nicht als Organe verstehe, feinstoffliche, sondern als Bild einer Wirklichkeit. Das heißt, es gibt da eine energetische Wirklichkeit und diese Wirklichkeit kann dann über dieses Bild begreifbar gemacht werden, für meinen Klienten und für mich, weil das halt wichtig ist, dass ich sage, auf welcher Ebene arbeite ich denn jetzt? Und das ist eben so dieses präzise Arbeiten. Mir geht die Präzision oft einmal in dieser Branche ab, weil oft einmal da ist ein Gefühl und da ist hier ein Gefühl und es wird aber nichts mehr konkret gemacht. Und oft mal, das erlebe ich auch bei Klienten nebenbei bemerkt, die dann kommen und sagen, ich habe immer so ein Gefühl, als würde das ausreichen, dass man sagt, okay, da ist jetzt alles klar und wir arbeiten jetzt nur in der Gefühlswelt, weil da sind wir, wenn ich sage, die Wirklichkeit ist unsichtbar, Gefühl ist dann noch einmal der Morgennebel in der Wirklichkeit. Das heißt, das ist etwas, da greifst du permanent in Luft. Und deshalb gehört alles konkret gemacht, klar gemacht oder unter Anführungszeichen eben geerdet. Das heißt, energetische Arbeit für mich gehört
geerdet und das bedeutet messbar gemacht. Mir ist ganz wichtig, dass meine Klienten danach sagen können, okay, das hat sich verbessert, zum Beispiel mit einem Zahlensystem, Skala 1 bis 10. Wie ist dein Befinden vor der Sitzung und wie ist es nach der Sitzung? Das sind ja eigentlich nachvollziehbare Themen und man sollte auch diesen Anspruch haben, meines Erachtens nach, egal wo ich hingehe, dass ich sage, okay, das hat mir jetzt auch was gebracht. Bei einem Installateur ist es dir klar, ja? Also wenn der sagt, na gut, das ist jetzt in Ordnung und es rinnt aber weiter, dann ist dir klar, okay, da stimmt etwas nicht. Bei der Energetik ist es oft so, durch das, dass es unsichtbar ist, dass das dann Leute x Familienaufstellungen, Rückführungen, sonst was machen zu einem gewissen Thema, wo ich mir dann denke, okay, wo ist denn da dann die Messlatte, wo ich sage, wann ist es denn mal genug? Also wann habe ich denn genug Themen aufgearbeitet? Und das ist ja eben das Problem mit der unsichtbaren Welt. Irgendwann solltest du mal einen Punkt machen, weil sonst geht es immer weiter, unendlich weiter. Und das vermisse ich teilweise in dieser Szene, eben dieses Punktmachen bzw. dieses Konkretmachen. Und das ist jetzt nicht meine Arbeit, wie soll ich denn sagen? Meine Arbeit ist jetzt nicht so besonders toll oder so wirksam, weil ich sage, ich bin da jetzt der Mega-Heiler oder die Mega-Heilerin oder ich bin irgendwie von Gottes Gnaden gefallen, überhaupt nicht. Sondern das, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich hingesetzt und ich habe mich halt mit meiner Materie auseinandergesetzt und wirklich beschäftigt. Und mit wirklich beschäftigt meine ich nicht, ich habe alle drei Bände von Gesprächen mit Gott gelesen. Gibt es da drei? Ich weiß es nicht. Oder einmal Hühnersuppe für die Seele und glaube dann, okay, jetzt bin ich soweit oder habe ein paar Bücher von Veit Linder durchgekaut. Also der Punkt ist eben, beschäftig dich mit deiner Materie, beschäftig dich auch mit den Wurzeln deiner Materie. Wo kommt eine Technik her? Wenn du zu mir kommst, eine Ausbildung machst, eine ideale Energetik, dann kann ich dir natürlich sagen, okay, diese Technik kommt aus dieser Tradition oder die habe ich da gelernt, bis dahin kann ich dir das sagen. Oder die habe ich selber entwickelt aufgrund dieser und jener Erfahrungen oder bei diesen oder jenen Klienten habe ich das entwickelt und das funktioniert deshalb. Und das ist eben so der Punkt, also dieses Exakte, man kann da sehr wohl klarer damit umgehen mit dieser Energetik, aber man muss sich halt damit beschäftigen und das setzt auch voraus, dass ich sage, ich kann auf eine Art und Weise dieses Unsichtbare wahrnehmen, ich trainiere das. Und ich trainiere das nicht mit einer rosaroten Brille auf, weil ich sage, jetzt sehe ich da die Engel herumlaufen, weil fünf Leute sagen, es gibt Engel, sondern wenn es einen Engel gibt, okay, wunderbar, aber dann findest du selber einen Zugang dazu, zum Beispiel, ja, zu diesem Symbol Engel jetzt. Was ist denn eigentlich jetzt diese Energetik oder was bringt denn mediale Energetik? Ich kann gar nicht sagen, ich kann gar nicht für alle sprechen, weil ich kann es nur von mir aus sagen. Mir geht es darum, dass Lebensenergie fließt, dass deine Kraft wieder in Schuss kommt. Was bedeutet denn das? Du lernst oder wir lernen alle miteinander ein beschissenes Energiemanagement. Wir lernen nirgends, dass es eine Energie gibt, dass wir uns in manchen Situationen besser fühlen, schlechter fühlen, dass wir uns manchmal unter Druck setzen und wie wir mit dieser Energie haushalten können. Wir lernen nicht, wie kommt die Energie wirklich ins Fließen, von klein auf zumindest. Auch wenn wir als Kind viel unbewusst wahrscheinlich richtig machen, werden wir halt Another Brick in the Wall mäßig, Pink Floyd mäßig, da in ein System rein verschiert, sage ich mal, wo wir dann funktionieren, wo eigentlich auf die Energie per se gar kein Wert mehr gelegt wird. Und mir ist es eben wichtig, die Bewusstheit dorthin zurückzulegen. Natürlich habe ich Klientinnen und Klienten, die konkrete Themen haben, die irgendetwas diagnostiziert haben. Ich arbeite da jetzt nicht medizinisch, ich arbeite nicht psychologisch, ich arbeite mit der Energie. Und du kannst dir jedes Thema natürlich auf der energetischen Ebene anschauen und auch bearbeiten. Ob das hundertprozentig auf dieser Ebene lösbar ist, das stellt sich sowieso heraus, beziehungsweise sollte dann die Energetikerin, der Energetiker sagen können, ja, da können wir arbeiten oder ja, da schaue ich mir das mal an. Und das ist mir eben auch wichtig zu sagen, man muss einfach einschätzen in dieser Branche, was sind deine Schuster, bleib bei deinen Leisten heißt, also was sind denn bitte die Leisten des Energetikers, der Energetikerin? Das heißt, womit kommst du gut klar? Was ist dein Spezialgebiet? Was kannst du denn machen? Und
da erlebe ich auch immer wieder, dass es heißt, ja, der Geist kann natürlich alles heilen und das ist ja so wirkmächtig, was theoretisch ja schon stimmt. Nur der Punkt ist, für was bist du denn dann Kanal, für was bist du denn Medium, auf was kannst du dich denn spezialisieren? Ich bin spezialisiert auf Lebenskraft, Lebensenergie, Selbstheilungskräfte, Lebenslust, Lebensfreude, Vitalität, eine Dankbarkeit wieder dem Leben zurückzugeben, eine Befriedigung zurückzugeben dem Leben. Das heißt, dass ich zufrieden bin, ja, also hier zu sein, dass ich dankbar bin, dass ich in Frieden mit mir bin und dann natürlich auch in Frieden mit meinem Umfeld. Ich bin ein Spezialist in Familienkonstellationen, wie energetisch was in Familiensystemen wirkt. Das kann ich gut, das sehe ich auf einen Blick. Das mache ich seit 20 Jahren und da fühle ich mich auch sehr sicher. Aber der Punkt ist eben dann, wo ist dein Spezialgebiet oder wo möchtest du hin? Bei meiner Ausbildung Mediale Energetik, die jetzt im Herbst werde ich wieder einen Jahrgang starten, lernt man alle Techniken. Das heißt, du lernst von systemischen Arbeiten, über Rückführungen, über Aura-Interpretation, Aura-Lesen, Aura-Seelen, Chakren-Ausgleich. Du lernst da ein riesen Portfolio an Techniken, ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, dass du dich orientieren kannst in der unsichtbaren Welt. Aber wichtig ist letzten Endes dann der Punkt, wo man sagt, darauf spezialisiere ich mich, das macht mir Freude und damit kann ich gut arbeiten. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass Leute dann sagen, ja, ich habe ein Erleuchtungserlebnis, die sind dann erst ekstatisch. Erleuchtung heißt ja nur, ein Kanal geht auf. Das heißt, ich erlebe etwas unter einem neuen Licht, in einem neuen Aspekt, unter einem neuen Blickpunkt. Und dann öffnet sich da natürlich schnell mal so ein Kanal, ja, geht da auf und auf einmal schaut alles neu aus. Aber diese Kanäle, das normalisiert sich dann und diese Sensation lässt natürlich auch nach. Und wichtig ist natürlich auch, wenn ich eine neue Tür aufmache, dass ich Erfahrungen damit sammle und dass ich geduldig bin. Das heißt, ich setze mich hin und ich überprüfe diese Sachen. Und diese Überprüfung wird nicht so schnell neben dem Leben funktionieren. Also ich hatte meine asketischen Phasen, auch wenn man es mir jetzt nicht ansieht, aber ich hatte extrem asketische Phasen und das war so nach meiner Pubertät, so mit zwischen 21 und 27 rum, da habe ich ganz, ganz viel mich nur hingesetzt, meditiert und versucht, dass ich klarer werde. Da hatte ich meine sozialen Kontakte weniger, also hatte ich die reduziert, so private Kontakte. Ich arbeitete im Kino, was für mich damals der wunderbarste Ort der Welt war. Und ich hatte natürlich meinen geregelten Ablauf. Das heißt, ich hatte da Geschäftsführerpflichten. Ich musste von bis im Dienst sein, in der Arbeit natürlich sein. Das heißt, ich hatte ein gutes, klares Konstrukt. Ich hatte eine Wohnung, für die musste gesorgt werden. Aber sonst hatte ich keine weiteren Verpflichtungen, partnerschaftlicher Natur oder dann auch Kinder. Und so habe ich begonnen. Und da habe ich mir ganz früh einfach dieses Fundament mit aufgebaut. Und dann half mir diese Zeit natürlich auch während meiner Selbstständigkeit, wenn mehr Verpflichtungen kommen, Kinder kommen und so weiter, wenn man nicht mehr so viel meditieren kann, hatte ich da schon vorgebaut. Und ohne ein gewisses Vakuum wird es wahrscheinlich nicht gehen, dass du etwas erschaffst aus dir heraus. Das heißt, irgendwo muss eine Leere erzeugt werden, Zeitraum erzeugt werden, damit eine Veränderung geschehen kann. Das ist überall so, aber es gilt vor allem natürlich auch bei der feinstofflichen Welt. Und was ich erlebe, ist natürlich ein großer Widerstand gegen die Energetik. Ich bin ja in mehr Branchen auch beheimatet, aber was ich da erlebe, da geht gleich das Licht aus. Was ich erlebe eben auch bei der Energetik, ist eben so ein großer, so eine große Skepsis, ein großer Widerstand. Entweder die Leute sagen gleich, das interessiert mich nicht, was du tust. Das sind meistens die, wo ich mir denke, bei dir wäre es gerade mal am wichtigsten, dass du dir mal was anschauen lässt. Oder eben nicht nur Desinteresse, sondern auch Ablehnung, weil das ja nur Abzocke ist, weil das ja alles nur Verarsche ist von Kunden und weil das einfach sowieso keine Berechtigung hat. Und diese Kritik, da tue ich mir hart mit der pauschalisierten Kritik. Ich lebe jetzt 20 Jahre, wie gesagt, als Energetiker. Ich habe jetzt noch keine Insel gekauft, ich habe jetzt auch noch keinen Hubschrauber erworben.
weil es nicht darum geht, dass man Leute abzockt, sondern es ist einfach der Punkt, dass man sagt, okay, natürlich berechnet ein Energetiker, eine Energetikerin, also so mache ich zumindest, ich weiß nicht, was Kollegen machen, berechnen einen gewissen Stundensatz. Ich rechne mit Stunden ab und sage, eine Stunde kostet jetzt XY. So. Und das kann ich dann aber auch herleiten. Da sage ich, okay, in diesem Stundensatz, was mache ich da? Alles, was in meiner Möglichkeit steht, dass dein Energiefeld auf das höchstmögliche Niveau kommt. Und das mache ich jede Stunde von vorne. Und diese Stunde spiele ich nicht mit meinem Kind oder gehe mit einem Freund irgendwo was trinken oder schaue fern oder mache was auch immer ich möchte, sondern da widme ich mich ganz hundertprozentig dem Energiefeld meines Klienten. Und das ist das, was ich berechne. Und wenn einem das dann so viel vorkommt oder man hat das Gefühl, das ist es mir nicht wert, naja, dann passt es ja sowieso. Dann brauchen wir nicht weiterreden. Aber es geht nicht darum, eine ganze Branche in Verruf zu bringen, nur weil es natürlich überall, wie in jeder Branche, ein paar Pflaumen gibt. Da brauchen wir nicht reden. Aber das finde ich überall. Ich finde überall, egal wie studiert oder wie hochtrabend das ist, ich finde Anwälte, die Vollpfosten sind, ich finde Mediziner, die Vollpfosten sind, ich finde Kaufleute, die Vollpfosten sind. Ich kann in jeder Branche garantiert Leute finden, wo ich sage, die sind da nicht geeignet. Vollpfosten ist gleich nicht geeignet, soll keine Kritik sein. Und trotzdem finden all diese Leute die Klienten, die Patienten, die Kunden, die offensichtlich da dazu passen. Und bei mir ist es genauso. Und nur jetzt, weil man sagt, da macht jemand was, was ich jetzt nicht verstehe oder was mich jetzt scheinbar nicht interessiert, das dann gleich als Scharlatanerie abzutun, finde ich schade. Denn eigentlich sollte es jeden Menschen interessieren und das ist jetzt so meine Botschaft. Ich bin auch schon als Schaumschläger, als Scharlatan, als rein verkopfter befliegelt worden. Ich kann damit leben, ich habe breite Schultern, also gib mir ruhig die Schuld. Den Rest könnt ihr behalten, um es mit dem Fantastischen Vier zu sagen. Aber der Punkt ist, ich finde, jeder sollte eine seriöse energetische Dienstleistung in Anspruch nehmen. Jeder sollte sich mit seiner Lebensenergie auseinandersetzen. Ob das jetzt Yoga ist, und da meine ich jetzt nicht eine Turnübungsklasse Yoga, sondern ob das jetzt wirklich so meditatives Yoga ist, ob das ein Besuch bei einem Energetiker, Energetikerin ist, ob du selber mal was lernst, einen Kurs lernst, das ist genauso wichtig wie Social Media Skills oder gewisse technische Skills oder dass ich mich mit Word oder Excel auskenne. Das gehört dazu. Du musst dich um deine Lebensenergie selber kümmern können, du musst verstehen können, wie läuft etwas ab, zumindest in Grundlagen. Denn dann kannst du dich selber in deine Mitte bringen und das ist nicht so schwierig. Ich habe unzählige Meditationen auf diesem Kanal und Vorträge auch. Da kannst du mal reinschauen. Aber es ist wichtig, dass du dich damit beschäftigst. Das ist letzten Endes deine Lebensqualität. Es ist wichtig, wenn du das Gefühl hast, du bist nur immer gestresst und findest keine Freude, kein Abschalten, kein Wirkliches, dass du das wieder lernst, dass du lernst, auch diese Energiezentren wieder zu aktivieren. Ich habe so viele Leute, die gerade in dieser Zeit Ängste haben, die in der Erschöpfung sind. Und dann heißt es immer, ja, das ist die schwierige Zeit. Natürlich ist die Zeit herausfordernd, natürlich ist die Zeit schwierig, aber umso mehr ist mein Aufruf an dich, beschäftig dich mit deiner Lebensenergie. Mach den Kurs bei mir, mach eine Sitzung bei mir oder schau dir die Videos an, die kosten nichts. Oder beschäftig dich generell einmal mit der Lebensenergie. Frag dich mal, wo kommt denn meine Kraft her? Was lässt denn mein Herz jeden Tag schlagen? Hab wieder den Mut, dich zu wundern, dir Fragen zu stellen, neugierig zu sein. Denn letzten Endes ist ja diese ganze Mystik ein Punkt, wo man sagt, wo kommst du wirklich her? Dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, wenn du sowas mal durchdenkst? Und das ist doch die Essenz, denn wenn du das Gefühl hast, wenn du dich beschäftigst damit, wo du herkommst, kannst du, denke ich, auch mehr über dein Wesen erfahren. Über das, was für dich wesentlich ist, was für dich
wichtig ist und wie du selber dann dich entfalten kannst und wirkmächtig dein Leben in einer selbstbestimmten Form gestalten kannst. Und deshalb bin ich Energetiker. Deshalb mache ich das. Deshalb lasse ich mich komisch anschauen oder die Augen verdrehen. Aha, Astrologie macht er auch noch und Energetiker. Deshalb höre ich mir das alles an. Damals von meinen tollen Nachbarn im Mühlviertel. Dieses, was machst du denn mit diesen ganzen Frauen, die zu dir auf Sitzungen kommen? Weil halt 80% habe ich halt weibliche Klienten. Naja, was werde ich machen mit denen? Und diese ganzen Dummheiten, Unverschämtheiten, Kleingeistereien, mit dem kann ich leben. Und das ist auch kein Problem, weil es mir wichtig ist, dass du selber, du, ein gutes Energiemanagement lernst, ein Lebensenergiemanagement. Dass du diese wesentlichen Talente für dich und dein Leben entwickelst, dass da Bewusstsein reinkommt. Und du musst überhaupt kein Erleuchteter werden. Bin ich auch nicht, das Licht ist ja gerade ausgegangen. Ich bin posterleuchtet sozusagen. Und es geht nicht darum, heilig zu werden, es geht nicht darum, irgendein Glaubenssystem sich anzueignen, es geht nicht darum, Mystikerin, Mystiker zu werden, es geht nicht darum, selbst eine Therapeutin oder Therapeut zu werden, es geht nur darum, es gibt hier eine Lebensenergie. Über das können wir doch nicht diskutieren, das muss doch selbst der Blinde sehen, wie sich das alles fügt, wie diese Rhythmen, Jahreszeiten, wie dieses ganze Universum zusammenhält und getragen ist. Hab den Mut, dich wieder zu wundern und Dinge zu hinterfragen. Und beschäftig dich mit deiner Lebensenergie. Und darum bin ich Energetiker. Das ist der Punkt, warum ich das seit 20 Jahren mache. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich jetzt eben schon, wie gesagt, 30 Jahre mich mit dieser Thematik auseinandersetze. Ja, ich habe sehr lange gelernt und habe mich nicht irgendwie berufen gefühlt dazu. Das ist auch noch wichtig. Also ich fühle mich nicht berufen, denn jetzt rein am Papier, wenn ich sage, okay, du triffst Leute, denen geht es nicht gut und du musst helfen oder die irgendwie unterstützen, da hätte ich mir eigentlich was Lustigeres auch vorstellen können. Jetzt rein privat gesehen. Ich liebe meine Arbeit, aber das war jetzt nicht so die große Berufung. Das war das, wo ich mir gedacht habe, mich interessiert das, ich finde das spannend, ich bleibe da dabei. Und wenn du heute kommst, hast du die Möglichkeit, bei mir 20 Jahre Selbstständigkeit als Energetiker, das heißt, du bekommst meine Erfahrung, du bekommst all meinen Wissensschatz destilliert in einer Stunde oder natürlich in einem Tag oder einer Ausbildung. Und das ist schon, denke ich, etwas, was man sich zuerst einmal erarbeiten muss. Also ich bete nicht irgendetwas nach, sondern alles, was ich sage, habe ich 100-mal herumgedreht und mir eigene Gedanken dazu gemacht, genauso bei den energetischen Techniken. Ja, 100 Folgen Energetik-Podcast, 20 Jahre medialer Energetiker. Und ich bin dankbar und froh darüber, mit dir da heute sprechen zu können. Abonniere meinen Kanal, teile das Video, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich. Und schreib mir einfach mal in die Kommentare, ob du mal bei mir warst schon, ob du mal zu mir kommen möchtest, ob dich eine Ausbildung interessiert, welche Themen ich da behandeln soll auf diesem Kanal. Und ich bedanke mich für die schönen 20 Jahre bei all meinen Kundinnen und Kunden, bei Klientinnen und Klienten, die da gewesen sind, die Ausbildungen gemacht haben, die immer wieder kommen, die mir ganz liebe Feedbacks geschrieben haben, auch auf Google, die den Kanal abonniert haben. Also das ist auch eine super Unterstützung, so eine Google-Bewertung. Das hilft mir also nicht weiter. 5 Sterne bitte. Wenn du sauer bist, schreib es mir persönlich. Und ich freue mich auf die nächste Zeit, vielleicht auch mit dir mal und vielleicht lernen wir uns auch noch mal kennen. Aus dem wunderschönen Linz. Danke fürs Dabeisein. Dein Oliver Jareny, medialer Energetiker und Astrologe. Tschüss, bis nächstes Mal.